Herzlich willkommen bei Eshas Tarot. Ich möchte einmal für dich, liebe Zwillinge, gucken, was die nächste Kalenderwoche energetisch für dich schon bereithält. Kalenderwoche 17 beginnt am 24. und endet am 30. April. Erste Karte aus den Orakelkarten ist das Haus. Das Haus kann auch häufig sowas sein wie dein eigener Körper, ne? Oder etwas, wo du dir selber Grenzen gesetzt hast, ne? Die Mauern signalisieren dann die Grenzen. Hier haben wir die Schöpferkraft. Eine Karte möchte ich noch. Okay, super. Hier haben wir eine Festigung. Ganz klar, okay. Haus hat feste Mauern, ne? Auf der einen Seite sind das natürlich Grenzen, die einen behindern, aber auch Grenzen, die einem Stabilität bringen, ne? Und dementsprechend gehe ich hier ganz stark von einer Festigung aus, ne? Der Magier steht immer für Schöpferkraft und gleichzeitig der König, der Schwerter, steht für Klarheit. In etwas Klarheit reinbekommen, einen weiten Blick bekommen, etwas wieder realistisch sehen können. Und ich denke hier, das ist so ein bisschen das Thema von dieser Legung, ne? Du kannst wieder etwas realistisch sehen. Vielleicht hast du dir irgendwo eine Klarheit eingefordert. Jemand hat dich, weiß ich nicht, belogen oder im Unklaren gelassen und du hast dich hier oder sollst dich hier als König der Schwerter präsentieren. Das heißt, möglichst rational, wenig emotional aufgeladen, klar und kühl und sehr strukturiert. Er steht auch für sehr kreative Ideen. Vielleicht hast du noch mal eine Idee, die du so noch nicht ausprobiert hast, um deine Schäfchen ins Trockene zu bekommen, bei welcher Angelegenheit auch immer. Ich sehe hier tatsächlich auch immer nur die Energien. Ich sehe hier keine konkreten Sachen, ne? Wenn ich Beispiele nenne, sind es wirklich nur Beispiele, ne? So, und hier geht es tatsächlich darum, mit Rationalität irgendwie kompetent etwas in trockene Tücher zu bekommen, beziehungsweise da vielleicht auch Grenzen zu setzen oder auch ein Fundament zu legen, ne? Haus. Und ich glaube, das wird dir tatsächlich mit dieser rationalen Sichtweise, mit dieser Kühle, mit dieser Professionalität, ne? Das sind Karten, die strotzen vor Professionalität, ne? Hier der Magier, das ist wirklich ein Professor in seinem Fach, wirklich ein Meister seines Faches, ne? Und auch der König der Schwerter ist nicht umsonst König, sondern weil er seine Profession perfektioniert hat. Und genau so darfst du dich in dieser Woche zeigen, um irgendetwas in trockene Tüchern zu kriegen. Und ich glaube tatsächlich, das wird dir auch gelingen, weil die Energien hier sind sehr schön und sehr eindeutig. Okay, liebe Zwillinge, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.